Erleben wir jetzt, liebe Zuschauer, einen Höhepunkt des Cup of Russia, dieser fünften Station im Grand Prix dieser Saison 2008, respektive auch 2009 gehört natürlich dazu mit Brian Joubert. Wenn er nur ansatzweise das zeigt, was wir im Kurzprogramm von ihm erlebt haben, das war die pure Weltklasse nämlich, dann dürfen wir uns jetzt einstimmen auf ein Feuerwerk auf Moskauer Eis. Dass er die Fans, die Herzen der Fans im Sturm erobert, das wissen wir eh. Der letzte Mohikaner will heute der beste Eiskunstläufer werden. Jetzt bin ich gespannt, ob er trotzdem auf den Salchow vierfach riskiert. Nein, er baut um. Flip. Eine richtige Entscheidung, denn er darf nicht das Finale riskieren. Er muss es gewinnen. Er hat Vorsprung. Ja, er kann es sich leisten, mit einer, tja, ein bisschen Sicherheitskür hier das Finale nach Hause zu laufen.
Ja, ich glaube, man sieht das, liebe Zuschauer. Es war auch ein Kraftakt. Ich glaube, das ist mittlerweile der größte Joubert-Fan. Ja, wahrscheinlich. Es war ein Kraftakt von Brian Joubert, den er hier absolviert hat. Es war nicht die Leichtigkeit des Eiskunstlaufens, die wir von ihm gesehen haben. Es war nicht diese explosive Art und fast aggressive Art, wie wir ihn gesehen haben im Kurzprogramm. Aber es war dann, als er merkte am Anfang, es klappt nicht so recht, es läuft nicht so rund, eine taktische Meisterleistung von Joubert. Und das gehört am Ende auch dazu, nach einer Musik, die wieder zu ihm passt, nach dem Buch von James Fenimore Cooper, der letzte Mohikaner. Aber ich glaube schon, dass der letzte Mohikaner heute doch der erste sein wird. Ich denke auch. Also, wie du schon sagst, es war vor allen Dingen eine taktische Meisterleistung. Er wusste genau, was er braucht, um Werner auf Distanz zu halten. Das hat er gemacht, mehr nicht, aber auch nicht weniger. Es war richtig, nach dem Sturz im vierfachen Tulup einen Gang rauszunehmen, nicht auch noch gleich den vierfachen Seiche zu probieren, denn ein zweiter Sturz, dann wäre es langsam knapp geworden. So denke ich, sollte er den ersten Platz nach Hause gebracht haben und damit auch die Finalteilnahme. Aber er hat gezeigt, es ist wieder mit ihm zu rechnen. Gut, daran hat man nie gezweifelt, auch nicht nach dem vierten Platz bei der Trophy Bompard. Allerdings waren vor einer Woche die Anzeichen schon ein bisschen dramatisch gewesen. Das hat er mit dem Kurzprogramm auf überzeugende Art und Weise ausgeräumt. Er war ein bisschen schräg in der Luft gelegen. Ja, aber es ist besser als dieser gar nicht gesprungene von der Trophäe Bompard. Hiermit, da nimmt er noch mindestens 7 Punkte nach Hause, denke ich mal. Irgendwie eine alte Geschichte, die uns als Jungs auch schon immer gefesselt hat. Die Geschichte des letzten Mohikaners. Schön, dass sie auf diese Art und Weise nochmal wiederbelebt wird. Das Buch ist ja schon 1826 erschienen, ein historischer Roman in den USA und irgendwie finde ich auch eine traurige Geschichte. Ja, sicher. Meine ich. Hat mir das Ende gar nicht so gefallen. Ich bin eh nur so für ein Happy End. Ich finde das ja mal wirklich gewaltig. Und wie mutig sie auch immer sich kleidet, Tatjana Tarasova, das ist auch stark. Hauptsache bunt. Ja, Brian Joubert. Er hat der Konkurrenz erstmal auch der Europäischen gezeigt, dass der Weg wieder über ihn führen wird. Das war wichtig beim Cup of Russia. Er hat den Kollegen Alain Prioubert die Zähne gezeigt, der da meinte, er müsse das königliche Geblüt angreifen. Joubert hat mithin zurückgeschlagen. Der Zweikampf mit Thomas Werner, noch nicht, der ist noch nicht ganz entschieden. Ja. Das muss man auch festhalten, denn wenn Thomas Werner noch ein Stückchen zulegt und sich Joubert noch mal eine Schwäche erlaubt, da könnte durchaus mal wieder ein Resultat entstehen, wie wir es ja auch schon gehabt haben in... Oh, es reicht gerade mal. Aber knapp. Ja. Boah, das ist aber ein Fingerspitzengefühl. Ja, das hat er schon oft gehabt. Ja, läuft nur die viertbeste Kür. Und rettet sich mit dem Kurzprogramm. Das muss man mal festhalten, auch mit der Präsentation. Nein, aber das war, bitte, ja, das ist ja nicht Fingerspitzengefühl. Ja, wird Erster, zieht ins Finale ein. So muss man es machen. Ja. Brian Joubert gewinnt den Cup of Russia. Und das ist eine tolle Leistung nach den Problemen, die er hatte vor einer Woche.